Croissant-Füllungen, LOL und der Freund meiner Schwester. Danke, Lovecats, für diese mehr als absurde Füllung. Zu riesigen Nebenwirkungen, schreib auch Ihre Croissant-Füllung in die Kommentare oder lassen Sie's. Schlangerlangerlöchen und willkommen zu einem neuen Video. Und heute haben wir schon gehört, die Croissant-Füllungen sind LOL und der Freund von Lovecats Schwester. Ja, mit dieser Füllung, habe ich gehört, kann man sehr viel Gewicht verlieren. Darum geht es nämlich heute, um ein Game, das sich über Diäten handelt. Kurz mal vorweg zum Thema Diäten. Bitte macht keine Null-Diäten, keine Crash-Diäten und sonstigen Blödsinn, wenn es euch vom Arzt empfohlen ist oder ihr euch irgendwie körperlich eingeschränkt fühlt und euch nicht wohlfühlt. Ich bin immer der Fan davon, dass man sagt, man macht Diäten, aber ganz langsam. Das heißt, man macht keine Null-Diäten, keine Crash-Diäten. Man nimmt gesund ab, indem man gesund sich ernährt und Sport macht, um das Ganze nicht zu übertreiben und exzessiv zu machen. Was gerne diese Games hier natürlich anders darstellen ist, dass man natürlich sehr schnell Gewicht verliert und es easy ist, ist es nicht. Wichtig ist aber, euer Ziel sollte sein, nicht nur Gewicht zu verlieren, sondern das Gewicht auch zu halten. Und deswegen braucht ihr eine lange, gesunde Ernährung und lasst euch Zeit und entspannt euch. So, jetzt kommen wir erstmal dazu. Er hat vorhin schon gesagt, seine Frau hat ihn verlassen. Glauben Sie, ich könnte quasi eine Diät vertragen, gebrauchen? So, heul nicht rum. Und geh auf die Waage. Leute, Thema Waage, auch nochmal so ein Ding. Wiegt euch maximal einmal die Woche. Macht euer Tag und eure Laune nicht davon abhängig, was auf der Waage steht. Ich selbst, seitdem ich so viel Training mache, habe 6 Kilo zugenommen. Ich wiege mich eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich jetzt gar nicht, ich wiege 6 Kilo mehr, aber ich wirke schlanker, als ich es davor war. Weil Muskeln wiegen mehr, ne? Wiegt euch bitte nicht so viel, okay? Es ist okay, sein Gewicht zu wissen, aber ich bin immer der Freund von, heul nicht rum und geh auf die Waage. Ja. Wenn ich im Spiegel geguckt habe, mich wohlgefühlt habe, dann habe ich mich gebogen und dann wusste ich quasi mein Wohlfühlgewicht. So. Okay, also heul nicht rum und geh auf die Waage. Warum sind sie so böse? Oder Arme. Okay. Ich brauche unbedingt eine Diät. Was soll ich jetzt tun? Alles wird gut. Lassen Sie uns erst checken, ob Sie allergisch gegen etwas sind. Boah, ich habe wirklich einen leichten Tag erhofft. Ich habe auch schon mal mitbekommen, dass viele Ärzte ganz schön gemein sind zu Leuten, die gerade Probleme haben mit ihrem Gewicht und auch schon so blöd antworten. Ist euch das auch schon mal passiert? Es geht gar nicht. Da das ein Spiel ist, mache ich es aber. Sie beschweren sich zu viel. Halt's Maul! Okay, jetzt gibt's erstmal ein Test, wie erstmal allergisch gegen Banane ist. Oh, ich fühle mich gut. Auf jeden Fall allergisch. Oh, was? Ich bin gefahren? Nicht allergisch. Hey. Okay, Cupcakes. Ich spritze in der ernsthaft Cupcake rein. Oh mein Gott. Ich fühle mich schlecht. Allergisch. Kartoffel. Ich fühle mich gut. Nicht allergisch. Ich liebe wirklich Pizza. Du machst doch wohl Witze. Du wirst niemals mehr Pizza bekommen. Mann! Ich hasse dich. Oh mein Gott. Das ist ja schon voll die gute Basis, ey. 3-mal Käse. Das ist ja voll die gute Basis, wenn der Kunde mir sagt, er hasst mich. Kann ich da auch mehr drauf ballern? So, hier, bitteschön. Das macht dich jetzt dünn. Genauso ist es. Natürlich Ketchup schön drauf. Yes, look at this. Ey, schön die Kalorien drauf ballern. Aktuelles Gewicht. Ja, genau. Also ich muss mal kurz einhaken, ne? Scheiblettenkäse und 1 Liter Ketchup, davon nimmt man nicht ab. Also ich finde es immer geil, was diese Videogames oder diese Mobile Games Leuten empfehlen, wie man abnimmt, indem man einen fettigen Burger sich reinstopft und sofort Gewicht verliert, ohne Sport, ohne Defizit, ohne gar nichts. Glauben Sie, ich werde es schaffen? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Es ist mir eigentlich auch egal. So, John hat abgenommen, sehr gut. Hire Secretary. Ach, ich kann eine Sekretärin anstellen. Okay, wen nehmen wir denn da? Ach komm, wir nehmen die im roten, attraktiven Kleid. John, 286, dann machen wir jetzt weiter. Let's go. Heute kommt John. Er ist zu seinem zweiten Termin. Er sieht heute sehr gut aus. Du siehst auch gut aus. Ich habe keine Zeit. Oh, du siehst auch gut aus. Machen wir die mal wieder an. Ach, das sagst du mir. Was ist das gar nicht gelesen? Ich will mein Geld zurück. Was, warum? Deine Diät hat nichts geändert. Und das soll meine Schuld sein? Auf die Waage! Wieso ist das meine Schuld? Hätten ja trotzdem zu viel gegessen. Plop. Sehen Sie das? Das ist alles Ihre Schuld. Bleiben Sie ruhig. Ich bin ruhig. Okay. Warum hat er nicht abgenommen, weil er so viel genascht hat? Ich dachte,
Das würde niemand finden. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Klar, aber Sie werden das nächste Mal doppelt zahlen. Oh! Ach, ist das so ein unnötiges Level hier, ne? John, jetzt kommt Karen. Oh nein, eine Karen. Karen ist unsere nächste Patientin. Ach, du machst das wunderbar. Mach weiter so. Oh, du bist so nice. Die kann jetzt auch gleich daten. Oh mein Gott. So, ich habe heute einen Termin. Okay, gut. Gehen Sie auf die Waage. Es war gut, bevor sie kam. Boah, es ist gemein. Okay, ich bin mal nett so. Okay, Sie sind so ein Gentleman. So, auf die Waage, meine Liebe. Was sagt das Ganze? Ich wusste es. Ich snacke einfach zu viel. Was soll ich jetzt tun? Sie snacken viel zu viel. Haben Sie Donuts? In deinen Träumen heute gibt es nur Früchte. Na dann, wenn es nur Früchte gibt. Ach komm, ein paar Candies. So, hier, bitteschön. Mann. Okay, 460 Kalorien und 2 Muffins. Okay, let's go. Nice. Und sie nimmt ab von denen. Von 2 Muffins nimmt man natürlich sofort ab. Also, soll sie jetzt Gurken essen oder eine Cola? Hier, nimm die Cola. Ich liebe Soda. Sie nimmt wieder zu. Fernsehen oder Sport? Fernsehen. Glauben Sie, das würde mir helfen? Ja, natürlich, mach. Weißt, wisst ihr, was mein Plan ist? Mein perfider Plan? Ich werde die am Anfang richtig zum Erfolg drillen und dann mache ich sie wieder übergewichtig, damit sie wieder zu mir kommen. Dann haben wir nämlich immer wieder die gleichen Kunden. We try. Hey! Oh, eine Gurke ist immer gut. That's what she said. Okay, was jetzt? Was? Ey, das ist so diskriminierend, ne? Jetzt schieße ich die mit Gurken ab. Als ob die dadurch schlank wären. Das ist so diskriminierend, wirklich. Ja, genau, hier. John ist zurück, Leute. Wow, er ist wirklich jetzt, er hat wirklich viel abgenommen. Pass auf, sonst werde ich noch eifersüchtig. Oh, sie sind so süß. Wissen Sie, dass ich sehr glücklich bin? Irgendjemand ist hier zu optimistisch. Ich bin so ein richtiger Arschcoach. Wow, fantastisch, ich habe Gewicht verloren. Du hattest nur Glück. Nochmal schneller. So schnell geht das. Wer es glaubt, wird selig. Wow, mein Pullover hat auch Gewicht verloren. Wie haben Sie das gemacht? Samuel, next patient. Ich habe eine komische Frage, aber finden Sie mich attraktiv? Natürlich. Sind Sie verrückt, das zu fragen? Wie wäre es, wenn Sie endlich wieder zur Arbeit gehen? Das wird das, was ich eigentlich antworten würde, wenn ich so offensichtlich komisch angegraben wird. Aber hey, fishing for compliments. Oh, Sie sind sehr nice. Oh, lass uns eine Pause einlegen zusammen. Ich zeig dir, wie du schneller abnimmst. Oh, so schnell daten wir also. Hallo. Okay, oh mein Gott, dieser Mund. Es ist eklig. Okay, Sie sind also der Typ, der mit den ganzen Diäten immer zu tun hat. Ich muss auf eine wichtige Party und muss gut aussehen. Haha, du willst einen Anzug? Dann auf die Waage. Glauben Sie, dass es witzig ist? Das ist so gemein. Oh, es ist wirklich schlimm, oder? Ich weiß nicht, ob wir das tun können. Oh, es ist gemein. Seien Sie nett zu mir, ich gehe. Ich glaube, ich muss dieses grüne Zeug essen, oder? Boah, du glaubst, dachtest also, dass du Pommes essen kannst? Ey, das ist so diskriminierend. Okay, aber ich glaube, das ist doch nicht die Lösung. Hier so fettigen Käse und kann man ja natürlich mal essen, aber als Diet, nur weil jetzt ein paar Zwiebeln drauf sind und Tomaten, ist ja trotzdem jetzt gleich wieder die 10 Kilo Ketchup, die wir drauf machen. Also, oder diese Joghurtsoße hier. Fress! Oh ja, auf einmal nehme ich ab. Genau, wow, das ist ja wunderbar. Ich fühle mich so stark. Oh mein Gott. Also, was sollen wir jetzt tun? Ich hoffe, es wird einfach sein. Es ist nie einfach. So, kein Fernsehen mehr. Was, du musst deinen TV verkaufen? Wollen Sie mich verarschen? Sie müssen auch nicht mehr wiederkommen. Vor allem, was ich immer geil finde, es ist halt eine Sache aus vielen Dingen, Leute. Also jetzt nur, weil ihr Fernsehen schaut, werdet ihr nicht dick. Also das, klar, man kann zu viel vom Fernseher hocken und sich deswegen nicht bewegen. Diese Andeutung verstehe ich, aber ich schaue auch Fernsehen und ich bin gerade sehr fit. Und ich glaube, was halt gerade beim Abnehmen extrem wichtig ist, ist eine langsame Umstellung und nicht dieses sofort. Und du musst auf alles jetzt sofort verzichten. Nee, am Wochenende gönne ich mir halt auch mal was. Ich glaube tatsächlich, dass einfach Bewegung extrem wichtig ist. Karen ist zurück, Leute. Karen ist back. Karen hat ihr zweiten Termin heute. Was denken Sie über das Restaurant über die Straße? Vielleicht werden wir dort eines Tages hingehen. Oh, das wäre mir ein Vergnügen. Schön, Sie wiederzusehen. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin sprachlos. Machen wir jetzt wieder die Scheiße mit dem Laufband und den Oh, jetzt wirst du endlich schlank. Mit jedem Schlag nimmt man natürlich ab. Und natürlich.
Ja, so schnell ging das. 2 Sitzungen, nicht an die Ernährung gehalten, einmal Sport gemacht und gleich mal 50 Kilo abgenommen. Das ist realistisch. Also Leute, wir haben jetzt 2 Leute auf absolut schnellen und unrealistischen Weg schlank gemacht. So läuft das natürlich nicht im echten Leben. Mir ist immer wichtig, dass ihr... Es gibt halt auch Leute, die wollen abnehmen, obwohl sie es halt null nötig haben. Wenn ihr euch irgendwie in der eure Beweglichkeit eingeschränkt fühlt oder euch der Arzt sagt, ihr müsst abnehmen, dann bitte macht das mit einem Arzt. Fangt nicht irgendwelche dummen Crash-Diäten an, die irgendwelche Vorbilder von euch machen. Langsam zum Ziel. Es bringt nichts, wenn ihr abnehmt und das Gewicht nicht haltet. Abnehmen kann jeder. Das Wichtigste ist, ein Gewicht zu halten. Das ist das Allerschwierigste. Das schafft man nur, wenn man über langsame und lange Zeit seine Ernährung umstellt. Man sagt ja, man braucht so 3-4 Monate, um sich an Dinge zu gewöhnen. Dann könnt ihr das machen. Aber ansonsten dieses schnelle, schnell, schnell, das tut euch eurem Körper nicht gut. Die Haut muss ja auch hinterherkommen. Das habe ich zum Beispiel gemerkt. Ich habe früher ganz viel dumme Diäten gemacht, immer schnell, schnell. Dadurch ist auch meine Haut irgendwann ausgeleiert, durch dieses immer schnell wieder abnehmen, schnell wieder zunehmen, weil der Jojo-Effekt kickt. Deswegen ganz wichtig, informiert euch da richtig und macht keinen Scheiß. Und man muss halt auch manchmal einfach sagen, Aussehen ist nicht alles. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt raus, sonst beschießt ihr euch mit Gurken.